Hallo YouTube, schön, dass ihr wieder da seid. Wenn am 12. Dezember bei einer neuen Folge Adventskalender Haus Nummer 12. Ihr seht im Vordergrund auch schon den kleinen Deutz. Er ist auch wieder mit dabei, natürlich. Wir bauen ihn ja auch zusammen. Unsere kleine Werkzeugtasche, da ist er, auch da. Und unsere Bedienungsanleitung. Ja. Erstmal eins vorweg, ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Und zwar habe ich gestern ja bei meine Nachricht vorgelesen, die ich an Revell geschickt habe, beziehungsweise die Antwort, die dann von dort kam, in ein wenigen Tagen. So. Ich saß dann gestern Abend noch ein bisschen mit meinem Tablet in der Küche und habe noch meine E-Mails gelesen und bin dabei auf eine E-Mail gestoßen, wo ich sehr verblüfft war. Denn ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so passiert, sondern dass es direkt vom Revell selber kommt. Und ja, da muss ich sagen, muss ich mich bei Revell und beim Kundendienst natürlich entschuldigen. Und ich würde euch die Nachricht einfach mal gerne vorlesen, damit ihr wisst, was da gekommen ist. Ja. Gib mir eine kurze Sekunde, ich suche es mir eben raus, damit ich es hier auch habe. Das ist die Ersatzteilanfrage. Jetzt muss ich selber gucken, wo es ist. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Mal gucken, ob ich es noch finde. Also es war auf jeden Fall vor 2 Tagen. Okay, also, lieber Revell Kundenservice, natürlich möchte ich mich bei euch entschuldigen für die Sache, die ich gesagt habe. Nur einige Tage, wenige Tage kann man jetzt auch missverstehen. Von daher, okay. Ich habe tatsächlich diese Nachricht übersehen, die vor 3 Tagen hier ankam. Und ja, was soll ich euch dazu sagen? Ich lese euch einfach mal vor. Nachricht von Revell an mich. Sehr geehrte Damen und Herren, wir schicken Ihnen kostenlosen Ersatz an die vorhandene Anschrift. Versandinformation: Die Versandzeit mit der Post per Warensendung kann zurzeit bis zu 10 Tagen dauern. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Revell Service Team. Das Ganze kam von einer Mitarbeiterin und da möchte ich mich dann doch nochmal bedanken für, dass dies so schnell möglich war. Ja, aber jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Unser Haus Nummer 12. Gucken wir mal rein. Ich habe mal wieder keine Ahnung. Meine Frau meinte, jo, könnte wieder lustig werden. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß hier an. Den ganzen Kladderadatsch. Und dann schauen wir mal, was hier drin ist. In dem Häuschen. Ich bin mal wieder sehr, sehr gespannt. Oh, ich muss noch mal los. Also, wir haben hier zum einen machen wir erstmal hier der weg. So, dann haben wir hier einen Zettel drin. Den lese ich euch gleich vor. Wir haben, guck mal einer an. Hier ist endlich die Batterie drin. Hier ist endlich die Batterie drin. Da ist er. Also, Batterie. Ja, und das Vorderteil für den Traktor, was jetzt hier vorne dran kommt, wo uns leider momentan das Teil noch fehlt. Ja, also das kommt so dann da dran. So, und jetzt kommen wir zu dem Moment. Hier muss man aus dem Weg. Schwupp, weg. Aufkleber bekommst du bei mir. Natürlich, wo auch sonst. Da sind sie. Gerade frisch rübergebracht. Also schnappen wir uns gleich wieder die Pinzette und dann werden die Aufkleber rübergebracht. Ups.
Ich habe schon wieder was gemacht. Guckt mal. Das Teil haben wir hier vorne gerade bekommen. Ich habe schon drin gebaut. Na gut, macht nichts. Ist jetzt passiert. Jetzt ist es dran. Kann auch dran bleiben, weil da muss es nämlich hin. Da wir ja eh noch mal da dran müssen und unser kleines Teil, was demnächst dann jetzt kommen wird, hier noch einbauen werden. Ja, so. Aber wir haben natürlich hier jetzt auch dann die Aufkleber. Ich bin gespannt, wo die hinkommen. Das legen wir uns mal hier hin. Aufkleber bekommst du bei mir. Ich gehe mal davon aus, da werden noch mal ein paar Aufkleber kommen. Deswegen geht der Zettel auch erstmal dahin. Und da hebt schon wieder einer einen Finger. Darfst die Aufkleber ab jetzt behalten. Oh, ich darf die Aufkleber ab jetzt behalten? Du musst jetzt aber auch selbst darauf achten, wann sie dran kommen. Was? Bisschen Arbeit muss ja sein. Da macht ja mal gar keinen Spaß. Es. Und da ist sie wieder weg. Weg ist sie. Ab in die Küche. Oh. Ich sag ja, die Frau macht mich wahnsinnig. So, deswegen was mal hier an der Seite die beiden guten Stücke, nein, die drei guten Stücke, so. Und dann. So, also das erste Teil haben wir ja jetzt hier angebracht. Da werden wir aber wohl noch mal mit der Zange ran müssen. Das zweite Teil kommt hier unten hin. Und jetzt wird es lustig. Oh Mann. Echt? Und das muss da rein? Oh mein Gott. So, und da, so wie ich das sehe hier, müssen irgendwo Aufkleber hin. Hä? Wie soll das denn gehen? Erklär mir das mal. Sticker 9. Wo ist denn Sticker 9? Ach, da. Das ist Sticker 9. Okay. Das muss dahin. Davor, da muss ein Punkt drauf auf dem. Ach du Scheibenkleister. Da muss auch noch was drauf. Um Gottes Willen, jetzt geht's los. Okay, also das wird ja himmlisch. So, dann muss da noch ein Sticker 10 drauf. Auch noch was davon. So. Also das sind die beiden Teile, die da drauf müssen. Das ist die 8. Das ist dies. Und dann müssen wir noch die 15. Wo sind die 15? 15b, 15a. Hä? Wo ist die 15? Oder muss das beides da drauf? Das schnalle ich jetzt nicht. BC, was ist denn hier BC? So, dann haben wir hier noch 15a, 15b und 15. L13, 12, 13, 12, 13. Aber was ist hier zum Geier 15? Okay, wir machen jetzt erstmal die Batterie dran. Das ist, glaube ich, erstmal das Einfachste hier. Überhaupt. An dem ganzen Gedänge. So, machen wir das mal da. So, die brauchen wir gleich. Das brauchen wir gleich. Und das brauchen wir gleich. Ja, komm, die Spitzzange nehmen wir auch noch mal mit raus hier. So, mal den Klöres wieder zu. So, da.
Okay. So, und auf dieses Teil kommt jetzt vorne die 8. Okay. Da kommt jetzt vorne die 8 drauf. So, jetzt muss die 9 da auf die Seite, das heißt dahin. Boah, ist die klein. So, und dann haben wir noch die 10, die muss nach oben. Ich weiß nicht, was die 10 da oben zu suchen hat, aber naja, okay. So klein hätte ich mir das ja nicht erträumen lassen, ne? Muss ich ja mal ernsthaft sagen. So, und jetzt steht hier noch was davon, dass hier eine 15C drauf soll. Aber was ist denn 15C zum Geier? Also C, oder ist C das Teil hier? Aber 15. Wo ist denn hier die 15? Also ich scheine jetzt hier echt blöd zu sein oder blind. Ach nee, das ist die Nummer 15. Ah, oh, ich bin doch doof. So. Da kommt jetzt nichts mehr hin. Und 15a und b kommen hier gleich an die Seite. So, das heißt, wenn das so rumsteht, kommen die Sachen gleich hier. Hier oben da hingeklebt. Okay. Das mal. Ach du Scheibenkleister. Ja, okay. Dann montieren wir das Teil mal hier. Und das Teil hier, dieses kleine süße schwarze Teil, kommt hier oben dran. Das können wir auch schon. So, jetzt sehe ich gerade was, wo wir auf jeden Fall
wegnehmen müssen. So. Und somit wird das schon mal wieder geschafft. So sieht er jetzt aus von vorne. Ja. Da kommt jetzt gleich noch was dran geklebt. Das machen wir jetzt gleich. Und dann haben wir die Seite. Oh weia. So. Jetzt brauchen wir die 15. Einmal und die 15. So, jetzt machen wir die Teile natürlich einmal sauber hier unten noch. Das sieht gut aus. So, damit haben wir Aufkleber aufgeklebt. Jawohl, haben wir. Einmal große Kamera, die Aufkleber. Hier unten dann die Batterie und was immer das auch ist, ich habe keine Ahnung. Das letzte Teil. Ja. Das war es dann auch schon wieder für heute, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Einschalten. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Es gibt wieder mehr und denkt immer dran, abends 18.15 Uhr eine neue Folge von unserer kleinen Alpenfarm. Tschüss, euer Kolke und frohe Weihnachten noch.